oder Mercedes oder so, weißt du? Dufenbeck fährt Scania. Vielleicht wäre das was Besonderes. Scania oder DAF? Was waren die? Ja, die gebliebenen Scheißhäuser, wo die zufahren. Ah ja. Oh oh, warte mal, da vorne ist mir die Schwarzblinkanlage an. Okay, oder? Echt jetzt? Warte mal kurz, Alex. Ja, ja. Oh, komm, hier rein. Setz mal eine Brille drauf. Ja, irgendwie ist jetzt bei uns dauert. Scheiße, hat gerade ein Checker da vorne. Ah, okay. Gerade eben war noch nichts. Ich krieg einen Vogel. Oh ja. Obwohl, es rollt noch. Anscheinend hat nur bei einer scharf bremsen müssen. Deswegen. Aber wir werden sehen. Wir wollen schauen. Nee, da vorne stehen wir. Aber ich bin, glaube ich, kurz vor Limburg in Mitterwitsch. Ah, okay. Limburg. Also weit weg von Limburg kann ich nicht sein. Ah, ah, ach, da vorne ist Baustelle. Ja, ja, passt schon. Von drei auf zwei Spuren. Da kommt Medenbach. Oder? Das ist auf Medenbach mit dem. Ja, soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Also. Ah, jetzt weiß ich, ja. Ja, ja, ja. Okay. Medenbach. Na, Ungarn, hast du es denn nicht geschafft, an mir vorbeizuziehen? Penner? Dann kommt die Abfahrt Mainz. Frankfurt, Würzburg und Nürnberg. Geradeaus. Noch. Wieso wir jetzt hier stehen, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie ist es probiert. Hast du noch Schichtzeit? Aber komischerweise auch. Was? Schichtzeit hast du noch? Ja, bis 0 Uhr. Ah ja. Weiß ist kein Problem, aber warte halt. Mir fehlt eine halbe Stunde. Okay. Jetzt macht mir wegen Sorge, weil. Ja gut, wenn ich durch Spessart fahre, kann ich zur Not Auffahrt drücken. Ist schon so. Und Werkstattfahrt. Und sie zu dir daheim? Und dann Arsch weggelässt? Habe ich mir auch schon überlegt, zu mir heim einfach. Genau, weil es geht ja nicht. Wenn dir eine halbe Stunde fehlt, kannst du dann nicht noch bis Würzburg. Ja gut. Ob ich zu mir heimfahre oder nach Würzburg, das spielt keine Rolle, glaube ich. Ja, aber mir wird noch mehr fehlen, wenn es so weiter lohnt. Von Spessart ist es nicht weit über zu dir. Ja, aber genauso weit wie bis in die Firma, wenn ich die Autobahn durchschiebe, wenn es okay. Lohnt. Baustelle weg, wir können ja, ich muss mal schauen, was ich mache, weil mein Motorrad steht in der Firma. Ich würde die eigentlich übers Wochenende nicht stehen lassen. Aha. Das Einzigste wäre, ich stelle den LKW erst morgen früh in die Firma. So ungefähr. Weil ich mal schon überlegt. Weil Fahrt, dann könntest du mir für morgen schon keinen Tag Urlaub abziehen, sondern müsstest du mir den Tag Urlaub gut schreiben, weil ich das schaffe. Okay. Oh. Ich weiß nicht, was hier los ist. Weil laut Navi ist die Gegenfahrbahn nicht. Wenn wir da Gast sind, sind wieder alle und fahren jetzt die Arschlänge. Möglich. Jetzt regnet es bei uns auch. Was im Fliegen? Der Vogel, ich weiß. Hallo? Ja. Bei der Arbeit. Was hast du gerade gesagt? Es, ein Vogel? Es regnet, Vögel. Junge Hunde regnet. Ja, ja, bei mir auch. Das ist ja das Problem. Ich denke, dass wieder die Schneider da vorne, einer mit Wohnwagen auf dem Stoßkopf oder so. Ja, ist gefährlich auf der Bahn. Ja, von allem, wenn es gibt eigentlich, wo es begründet. Ja. Ich würde jetzt nicht, dass da vorne gleich eine Baustelle kommt oder irgendwas, oder? Ja, aber keine Ahnung. Aber davon jede Menge. Ja, genau. Aber kalt ist es, ich habe nur noch 12 Grad. 14,5. Bei dir ist noch Sommer. Bei mir ist schon der Winter kommen. Hallo, Sommer geht's noch? Aber, hallo? Auf dem Standstreifen, der macht den Spiegel ab, war die Arschlecker, weil ich wieder durch den Parkplatz abkürzen wollte. Ja, ja. Kennen wir schon. Könnt ihr vergessen, ich lasse euch nicht rein. Jetzt geht irgendwie gar nichts mehr, also ich mach mal Pause. Na dann.
Ja, das war heute früh. Und entweder haben die Bullen gerade zugemacht, weil jetzt geht gerade gar nichts mehr auf allen drei Spuren. Dann. Okay. Hab ich davon? Jetzt hol ich wieder bitte. Ja? Oh, 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 oh. Der Kunde, wo die Turbine gekriegt hat, ne? Ja, der hat noch eine. Der hat noch eine im Keller stehen. Im Keller? Ja. Die gleiche noch einmal im Keller stehen. Wow. Deswegen hat er sich, hat er über eBay hat er das Ding bestellt. Hat er gesagt. Bestellt oder gekauft? Gekauft. Habe ich aber null Lieferschein gehabt, ne? Überhaupt nichts. Habe ich auf dem Zettel unterschreiben lassen. Er hat eine Kopie gemacht, hat die Kopie unterschrieben und fertig. Fertig. Alle lang rumgemacht. Und dann sagt er so, er hat noch so ein Ding im Keller stehen. So, und die Nachbarn, die Nachbarn stehen im Bett, wenn der Ding angeht, ey. Er liebt den Zaun. Das ist wie beim Autorennen, wenn die Formel 1, wenn die Motoren anlassen, ist genial. Okay. Ja, wenn er die Turbine anschmeißt, dann ist Polen offen, auf Deutsch. Ja, aber wenn er mal Stromausfall ist, freuen sich alle drüber, wenn sowas im Keller steht, oder? Ja, klar. Von 1981 aus der alten DDR ist das noch. Ah, ja. Ja. Aus NVA-Beständen. Aha. Oh, guck, da fahren die Bullen. Da zu spät. Und da vorne stehen sie wieder. Nein, jetzt stehen sie, schleichen auf der Wohlspur, weil sie alle hier. Die sehen das Blaulicht nicht von hinten an. Komm, ich weiß auch. Ach, da unten ist Baustelle, ja. Ich muss noch vorbei und so was. Ja, bei uns heizen die Bullen jetzt auch gerade hier mit Volltempo durch. Da scheint da wieder was kaputt zu sein. Naja. Mal gucken, was das wird. Vielleicht fahre ich über die B19 rein. Ist mir wurscht. Ausrufezeichen. Boah. Alles klar. Ja, ich stehe schon wieder. Bei mir tut sie gar nichts. Ich schwimme gerade ein bisschen über die Autobahn. Schwimmen? Ja. Habe ich vorhin gemacht. Mein Heck ist gerade ein bisschen. Den Plättchen habe ich geschafft. Okay. Ja, das habe ich schon lang. Das habe ich schon als kleines Kind. Was ist denn? Was wollen die alle da nun nach Bayern? Bauen sie Bayern ab, was ist denn noch? Kotzen, ey. Halbe Achte, da soll die Straße frei sein. Mach gleich drei Minuten Pause und fliegt dann durch. Ach, ja. Ey, weißt du, was das heute wieder ist? Kurz, ich sag mal noch 25 bis Limburg oder so. 80 Kilometer habe ich noch bis Frankfurt. Ah, es liegt am Mond. An den Gezeiten, keine Ahnung, die flippen ja alle aus. Bei mir steht sie auch gleich, oder? Also sie bremsen auf jeden Fall. Sie bremsen auf jeden Fall alle schon mal. Aber es läuft noch. Noch läuft's. Aber wir haben hier Würzburger Ding hier, Hessenfeld, haben wir Ausrufezeichen. Ausrufezeichen? Was ist das Verkehrsding? Achtung, heißt es. Da ist irgendwas. Laut Navi ist da was, aber es zeigt mir nichts an. Nur Ausrufezeichen. Oh, ich hab noch was zu naschen. Übrigens, die Sonne scheint und es regnet. Ja, bei mir scheint mir von hinten die Sonne in die Fresse, ich sehe nichts. Und ja, vorne regnet es nicht auch. Die Sonne kommt richtig von vorne, ey. Bad Camberg, Hitzstein, war mal wieder frei. Das ist schön. Und warum stehe ich jetzt? Keine Ahnung. Boah, guck dir das an, ey. Alter Mann. Was ist ein Wetter hier? Was denn? Das ist ein Wetter. Von vorne die Sonne und der Regen. Die ist so richtig schön weißlich-gelb, so richtig, die kommt jetzt richtig runter, die Sonne. Und ich habe eine Sonnenbrille auf, ich sehe gar nichts mehr auf dem Tacho. Ich sehe nur noch was Kopfweh, vor lauter, hier, ja. Boah.
mal rein, komm. Da habe ich den blöden Schenker hinten nicht hin, los, dieses Arschloch, dieses Dumme, ey. Der blöde Schwein, der blöde. Der mir die ganze Zeit hinten in den Heck rein, der fährt mir die ganze Zeit hinten drauf, das Arschloch. Das ist ja kein Überholverbot hier, es ist ab 19 Uhr ist frei. Oh, da drüben. Da drüben steht einer. Ich weiß nicht, was hier los ist, ich sehe nichts. Ja, ich bin wieder letzter Flug hier. Sag mal, der macht Vollgasfall bei strömendem Regen. Sag mal, ist ja nicht mehr ganz groß bei der Ferne. Steht der Volvo-Fahrer drüben auf, kannst du vor der Abfahrt Würzburg, Essenfeld, kannst du diese. Da war mal ein ehemaliger Parkplatz, da hat jetzt die Straßenmeisterei hier Zeug drin stehen. Ja. Da steht er drin, also in der Ausfahrt steht er und macht Fotos Richtung Unterbleichfeld. Na, ist da vielleicht. Na ja. Beweisfotos von irgendwas. Ja, ja. Kann das. Hier Regenbogen ist da gewesen. Boah. Hier ist nichts. Ich weiß nicht, was zu staut. Entweder sind es jetzt wieder 10 Kilometer oder ich weiß auch nicht warum. Baustelle wahrscheinlich. Komm ja, mit. Aber. Ups. Mal stehen, mal rollen. Komm, wir tauschen, Alex. Du stellst dich hier hin, ich drücke auf zu und ich drücke nach zu. In deinem Platz ein. Da bist du ja nicht runtergekommen. Nein, wir beamen uns rüber und über, oder? Ja. Dann bist du auch schon 2,5 Stunden weiter, oder 3. Ja, aber da habe ich immer noch keinen vollen Tank. Ist doch scheißegal, dann kannst du draußen. Ihr macht euch da immer Sorgen. Ja. Naja. Na gut, Alex, ich schmeiß dich mal kurz raus und würde meinen Vater mal anrufen. Also, und Bescheid mit. Jo. Hau mal rein. Jo, bis dann. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Ja, ja. Ich könnte bei dem Scheißwetter noch ein bisschen näher auffahren, dann rutscht es schöner. Und immer den Platz. Leg dich nur mit mir an, VW-Fahrer. Mir ist das wurscht. Wenn du dein Auto gerne schrotten möchtest, bitteschön. Da musst du aber rüberkommen, auf meine Spur. Nicht umgedreht. Fahrer.
wie weit ist der Schenker gekommen? Er hat es wohl in Dekra geschafft. Ja. Sehr schön. Ach so. Immerhin etwas. Kommt so viel Blech von hinten. Kommst du dann nicht mal raus? Du kommst dann nicht mal vorwärts. Wo das aufgehoben. Ab 19 Uhr. Warum überholt er nicht? Warum hat er wohl überholt? Meine Wenigkeit, weil er dicht hinten dran war, wo ich für den Dicker gebremst habe und ihn rausgelassen habe, weil jede Menge Verkehr von hinten kam und ich nicht rechtzeitig rauskam, war er überholt, weil mir sonst hinten drauf geknallt wäre. Muss man sich überlegen, jetzt ist ein PKW neben mir und ich kann nicht auf die Überholspur und der Vordermann bremsen. Was mache ich dann? Und ich habe gerade mal so viel, dass ich das hinten drauf lesen kann, was da drauf steht. Ja? Was der auch was? Sag, was haben die Leute heute mit ihren Kameras? Fotos hier im Regenbogen oder was? Ja, was? Platz, Rasthof, Riedener Wald mit Hotel. Und da vorne ist der Schenker. Da ist ein Waldpunkt. Das war für ein Elend. Österreich, ja. Da geh ich auch hin. Was ist da vorne los? Warum geht's nicht schneller voran? Tja, weil jede Menge Hungs unterwegs sind. Würde ich mal sagen. In ein Auto fahren können vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh, da fahren wir wohl.